Ah, hallo, hier ist Business Spotlight Deutschland. Ich bin Dominikus von Pescatore von Action Coach in Berlin. Mein Gast heute ist Fatih Öztemir von Outlet 46. Herzlich willkommen, Fatih. Ja, vielen Dank für die Einladung. Es freut mich sehr, dass du an unserer Serie teilnimmst und ich bitte dich, dich vorzustellen und uns mal zu erklären, was macht eigentlich Outlet 46? Ja, also mein Name ist Fatih Öztemir, Gründer, Geschäftsführer Outlet 46. Im Grunde kaufen wir Überhangwaren, ja, oder damals hat man noch gesagt Restposten. Heute sagt man Off-Season-Stocks. Das, also alles das, was in der Modeindustrie so gesehen liegen bleibt oder am Trend vorbei oder zu viel produziert worden ist, kaufen wir auf und führen diese Waren dann wieder in den Modezyklus ein und verkaufen die dann halt B2C, also an Endkunden weiter. Ah, sehr gut, interessante Idee. Und wie ich ein bisschen im Vorfeld erfahren habe, habt ihr das auch zu dritt angepackt? Also du hast noch zwei Geschwister in deinem Unternehmen. Ganz genau, also es ist, der mittlere Enes Öztemir und der dritte ist namens Abdulaziz Öztemir. Also wir sind drei Geschwister, ich bin der Älteste. Wir sind zu dritt Geschäftsführer und auch zugleich Gesellschafter. Ja, also wenn man so will, ein Familienunternehmen. Sehr gut, sehr gut. Fatih, du hast auch gesagt, du hast schon mit jungen Jahren angefangen, so Ideen umzusetzen, die in die Selbstständigkeit gehen. Also das interessiert natürlich die Zuhörer auch besonders. Erklär mal, wie es dazu kam, dass du unternehmerisch tätig geworden bist und auch, wie es dazu kam, dass ihr Outlet 46 gegründet habt. Also im Grunde war, also die Initialzündung war 2003, als ja, das Internet noch nicht so verbreitet war in Deutschland. Da gab es noch das 56K-Modem, du wirst es sicherlich kennen, ne, wo man noch pro Minute zahlen durfte. Und da wurden halt kostenlos CDs verteilt von AOL, also American Online. Ja, gibt es heutzutage, ich weiß nicht, ob es die heute noch gibt, zumindest im deutschen Markt sieht man sie nicht mehr. Da hatte ich so eine CD bekommen. Bin dann halt ins Internet und bin irgendwie auf eBay gelandet. Ich weiß nicht wie, aber ich bin auf eBay gelandet und damals war ja auch Shopping, also es gab noch gar nicht so viele Webshops und so weiter. Also wenn man irgendwas im Internet kaufen wollte, war ja eigentlich eBay so die erste Zieladresse. Und dort bin ich auf eBay gelandet, habe dort selbst was gekauft und das hat so wunderbar funktioniert. Man muss dazu sagen, ich bin in Goslar geboren und aufgewachsen und zu der Zeit habe ich auch noch in Goslar gelebt und konnte ein Produkt kaufen, was es so in Goslar nicht gab und definitiv auch nicht zu solch einem Preis. Also es war deutlich günstiger, als es im Fachhandel wäre. Und als ich die Bestellung selbst in der Hand hielt, war mein erster Gedanke, das kann ich auch. Und ja, so ist das gestartet. Okay, spannend, spannend. Ja, wie ist das heute? Ihr habt damit vielleicht eine Nische belegt? Habt ihr heute viel Wettbewerb? Wie ist das im Markt? Also im Grunde gehe ich davon aus, dass jeder, der im Internet Mode anbietet, an sich ein Wettbewerber ist. Ne? Also man konkurriert da eigentlich, würde ich sagen, mit jedem. Natürlich haben wir dadurch, dass wir halt mit diesen Vorjahreswaren, Vorjahreskollektion arbeiten, konkurrieren wir jetzt vielleicht nicht direkt mit dem Kunden oder mit dem Anbieter, der halt aktuelle Waren verkauft, aber für die Kunden, ja, denen das jetzt nicht so wichtig ist, die neueste Mode zu haben, ja, die finden dann, sage ich mal, bei uns ihre Waren. Aber klar, wenn jetzt einfach jemand rausgeht und sagt, ich suche jetzt ein T-Shirt, dann konkurriert man mit allen, die ein T-Shirt anbieten. Das ist so meine Definition davon. Und gibt es vielleicht so ein paar besondere Aspekte, wie sich eure Leistung von anderen unterscheidet? Was macht euch besonders? Also wir haben immer Rabatte, ja, also es fängt Minimum bei 40, 50% an und geht dann hoch bis 90%, manchmal sogar höher. Also wir sind dort, sage ich mal, sehr preisaggressiv. Ansonsten von der operativen Seite her sind wir, würde ich mal sagen, sehr, sehr gut. Ja, also wir haben das, was wir machen, im Griff, von der Logistik her, von dem Support. Ich würde mal, ja, oder auch die Kundenbewertung spiegeln das wieder, dass unsere Kunden ja, zu, ich sag mal, 95% zufrieden sind. Ne? Natürlich trifft man da nicht auf die 100%. Es gibt natürlich immer mal
Dinge, die halt schieflaufen, aber auch dort, dass man dort dann halt mit dem Kunden gemeinsam eine Lösung findet. Das ist wichtig. Ja. Und ich denke, das zeichnet uns auch aus. Also sehr stark serviceorientiert, ja. Sehr gut. Kehren wir noch mal ein bisschen zurück zu der Entwicklung des Unternehmens. Wie war das denn so dann weiter? Welche Herausforderungen habt ihr denn so gehabt? Ui, Herausforderungen gibt es ja tagtäglich, ja, wenn man so will. Sag ich mal, ja, es liegt auch in der Hand von einem selbst, ne? Also man kann sich natürlich auch ab einer gewissen Stelle des Unternehmerdaseins auch sagen, okay, funktioniert so, in Anführungsstrichen mehr will ich gar nicht und kann das so weiterlaufen lassen. Ne? Ich meine, das Setting gibt es ja auch. Ich weiß, dass im Markt oder was heißt im Markt, also in der Gesellschaft immer dieses Bild von dem, ja, dieses selbst und ständig und ne, man ist ja irgendwie der Erste, der da in die Firma geht und der Letzte aufhört. Das ist meiner Meinung nach nicht die Realität. Ja, es muss nicht so sein. Es wird natürlich auch von vielen Selbstständigen und Unternehmern propagiert, einfach um sich ja als der Fleißige, der was auch immer darzustellen. Aber es gibt, ich kenne genug Unternehmer, die genau nach dem Tenor arbeiten, aber es gibt ich genug Unternehmer, die ja gar nicht mehr so operativ am Unternehmen oder mit dem oder im Unternehmen, sondern eher am oder auch gar nicht mehr am, ja, sondern einfach nur noch die Benefits rausziehen für das, was sie irgendwann mal initial gegründet haben. Aber so Herausforderung an sich, dadurch, dass wir, sage ich mal, relativ jung waren, also ich war 15, meine Geschwister waren dementsprechend noch jünger, haben wir halt einfach losgelegt. Also wir wussten, also ich weiß sogar noch, dass wir zu Anfang nicht mal einen Gewerbeschein hatten, weil wir gar nicht wussten, dass man einen Gewerbeschein benötigt. Also irgendwann hat dann der Sparkassen-Mitarbeiter mich dann darauf angesprochen und meinte, was sind das denn für Umsätze? Und dann meinte ich zu ihm, ja, ich verkaufe auf eBay Mode. Und dann meinte er, ja, da brauchst du auch ein Geschäftskonto und einen Gewerbeschein. Und so meinte ich, ja gut, okay, dann machen wir das halt, ja. Also, Wunderbar. also wir sind halt einfach gar nicht so typisch jetzt irgendwie Businessplan oder Coaching oder irgendwie Infotage hier oder was auch immer. Wir haben einfach gemacht. Also ja, wir sind einfach so in Anführungsstrichen einfach in die Praxis rein und da trifft man natürlich auch viele Herausforderungen. Aber ich muss dazu auch sagen, wenn im Grunde, wenn man das, was man macht, halt, davon würde ich jetzt mal ausgehen, dass der größte Teil der Unternehmer halt eine positive Absicht haben, auch wenn dann mal in Anführungsstrichen, wenn man dann halt, ne, also ich sag mal jetzt, wenn man ohne Gewerbeschein handelt, ist es ja eigentlich gegen das Gesetz, aber wenn die dann sehen, okay, das ist jetzt aus Unwissenheit passiert oder die Umsätze sind auch nicht so groß und so weiter und so fort, ist das alles, sage ich mal, da macht keiner ein Fass auf. Also ne, es wurde auch dann zum Beispiel vom Finanzamt bei uns dann rückwirkend geprüft, weil die dann auch so Software im Dienst hatten, die eBay-Accounts damals kontrolliert haben, um halt, sage ich mal, schwarze Schafe rauszuholen. Da sind wir dann auch in der Tat gelandet, also Jahre danach, als wir dann schon einen Gewerbeschein hatten. Aber der Finanzbeamte hat sich das auch angeguckt. Er meinte, ja, das ist also maximal, die Umsätze sind maximal Kleinunternehmer, alles gut, ne, Haken dran und weiter geht's. Weil er halt gesehen hat, dass, ne, dass es halt einfach aus Unwissenheit passiert ist. Er hat euren guten Willen und eure Tatkraft hat er honoriert, ja. Genau, richtig. Das ist schon mal gut. Ja, also ihr habt ja jetzt eine gute Entwicklung durchgemacht. Also habt euch etabliert als Unternehmen und wie du mir auch erzählt hast, habt ihr über 20 Mitarbeiter. Was sind denn heute eure hauptsächlichen Herausforderungen? Also derzeit wachsen wir, ja. Das ist vielleicht für die Zeit so ein bisschen untypisch, ja, wenn man so will. Also wenn man so guckt, was im Markt passiert, zumindest was die Medien einen jeden Tag vorlegen. Und das sind natürlich auch Herausforderungen. Also klar, das macht man als Unternehmer immer gerne. Also ne, diese Wachstum, das sieht man gar nicht so als schwierig an. Ne? Das ist dann natürlich so die positive Herausforderung. Und ich differenziere halt zu dieser negativen Herausforderungen, wenn dann mal halt ein Minus ist oder wenn es gerade nicht funktioniert und so weiter. Derzeit sind wir halt ja, Mitarbeiter einstellen. Das ist definitiv eine Herausforderung, insbesondere in der Logistik. Aber das war schon, also ist das schon seit 10 Jahren eine Herausforderung. Also man findet zumindest, ja, so wie wir es sehen, in Deutschland schwierig, Mitarbeiter in Anführungsstrichen einfache Tätigkeiten. Ja, also wenn man so will, kaum jemand mehr, der hier in Deutschland geboren ist und sozialisiert worden ist, will ins Lager gehen. Das sind natürlich Herausforderungen. Ansonsten natürlich, dass wir jeden Tag, weil wir sehr dealgetrieben arbeiten. Also wir haben ein Newsletter, dort landen Tagesdeals. Also ja,
Angebote. Und wir sind natürlich jeden Tag auf der Jagd, wenn man so will, nach einem guten Angebot, das wir unserem Kunden halt gewähren können, damit der halt kauft. Weil, ne, also wenn ein Deal nicht gut ist, dann ja, stehen wir wieder vor einer Herausforderung, weil wir große Mengen einkaufen. Wenn wir zum Beispiel 2000 Paar Adidas-Schuhe einkaufen und denken, oh, das ist der super Deal. Und der Newsletter geht raus und nach 4, 5 Stunden merken wir, okay, der ist ja doch nicht so heiß, wie wir dachten. Ja. Dann haben wir eine Herausforderung, was machen wir mit den 2000 Paar? Ja, da muss man halt kreativ werden. Aber das macht Spaß. Sehr gut. Also, du beschreibst so Personal zu finden und die guten Deals zu sichern. Das sind so zwei wesentliche Herausforderungen im Moment, die euch begleiten in eurer weiteren Aktivität und im Wachstum auch des Unternehmens. Ja. Ja. Worauf achtet ihr denn, wenn ihr Mitarbeiter einstellt? Ihr habt ja, wie gesagt, über 20. Was müssen die denn so können? Worauf achtet ihr, damit sie bei euch eine Aufgabe oder eine Stelle bekommen? Also in der Tat ist es eigentlich in erster Linie, wenn du so willst, Fleiß und Leidenschaft. Ja, Okay, also okay. wenn ich jetzt auf diese ganze Historie zurückblicke, ist das der größte Teil des Teams sind eigentlich Quereinsteiger. Also wir haben wenig Personen, die jetzt irgendwie hochqualifizierte Abschlüsse haben oder sogar eine Ausbildung. Ja, also es sind, also darauf habe ich immer sehr viel Wert gelegt, dass Leute einfach, und damals hat man es auch immer so gemacht, dass wir auch eine Probewoche gemacht haben. Ja, also ich hatte auf LinkedIn letztens gelesen, wo ein Gründer geschrieben hat, oh super, ich habe von einem anderen Gründer erfahren, Probetag, was für ein, ja, Game Changer, so in seinen Worten. Ja. Und ich habe schon immer eine Probewoche gemacht. Ja, also Ja, sehr einmal gut. für die Fairness des Mitarbeiters, damit er weiß, worum geht es hier überhaupt, und dass wir halt auch sehen, passt der überhaupt rein. Ja, also, Genau, und genau. nach 3 Tagen hat sich dann meist sowieso rauskristallisiert, okay, passt oder passt nicht. Und dann, ne, haben wir dann gleich schon, also diese 5 Tage wurden eigentlich nie ausgeschöpft. Aber so diese 3 Tage waren es dann schon. Und das ist eigentlich immer noch unser Haupttenor halt, dass wir gucken, ist Leidenschaft da, ist Fleiß da. Alles andere kann man, würde ich sagen, dann oder lernt man dann auf dem Weg halt. Klar, wenn jemand halt Abschlüsse oder ähnliches Erfahrungen mitbringt, ist das förderlich. Aber es ist jetzt nicht zwingend. Ja, vielleicht im Ja. Bereich Programmierung und so weiter, okay. Aber auch ich sag mal, unser Haupt-Techie ist jemand, der hat keine Ausbildung. Ja. Also der ist sogar damals, darüber reden wir heute oder schmunzeln wir ab und zu noch, weil er damals zu uns der war arbeitslos und kam halt zum Bewerbungsgespräch in Shorts. Und auch das Bewerbungsgespräch war bei uns immer relativ, es ging eine halbe Stunde oder so maximal, und dann kam auch die Entscheidung. Und da hatten wir ihm halt also, ne, diese Probewoche angeboten, meinte, okay, cool, ne, also du kannst loslegen. Und er schämt sich teils heute noch, weil er dachte, er wird niemals diesen Job kriegen und ist halt einfach mit Shorts und T-Shirt da hingekommen, was mir halt auch oder uns auch völlig egal ist. Ne? Also, wie der aussieht, was auch immer, das sind halt alles so Faktoren, die spielen für uns gar keine Rolle. Ob Mann oder Frau, oder auch dieser Punkt, dass man bei Mann und Frau in Gehältern unterscheidet. Das war bei uns nie. Wir wussten es halt auch nie, dass es Yes. überhaupt so funktioniert. Und für uns war es auch nie irgendwie ein Punkt, dass wir gesagt haben: Ah, cool, als wir es erfahren haben, das machen wir jetzt, weil wir können irgendwie Kosten sparen. Für uns war es immer, ne, es Ja. wird halt Arbeit bezahlt und nicht, wer ist da vor einem oder wie sieht der aus oder was hat der an oder was auch immer. Und ja, und der ist halt immer noch bei uns, ist auch ja, eine Top-Kraft, also wirklich, ne, der unterstützt uns da super, super in dem Bereich, und der hat keine Programmierausbildung. So, Ja, und also das ist sehr wertvoll, was du hier erklärst, und ich danke dir für diesen Beitrag, weil Fleiß und Leidenschaft, das sind halt wichtige Eigenschaften, und du erklärst uns, dass nach Haltung einstellen, innere Einstellung der Person eben besonders wichtig ist. Das andere kann man immer dazulernen, und ja, genau. ist wieder ein Beispiel, dass das sehr, sehr gut bestätigt. Ja, Patti, jetzt würde ich gerne auch hören, so was gibt es denn Neues bei euch im Unternehmen im Moment? Was ist so ein Hot Topic gerade? Meinst du von den Produkten her oder? Ja, zum Beispiel. Also was fällt dir da besonders ein? Was ist euch besonders wichtig im Moment? Derzeit ist für uns halt sehr, sehr wichtig, dass wir, ja, wie gesagt, also wir sind sehr, wenn man so will, von den Deals abhängig. Ja.
Das heißt, wir müssen halt echt oder wir wollen jeden Tag gucken, dass wir einen super Deal liefern für unsere Kundschaft. Und wir haben auch gerade ein sehr, sehr gutes Momentum. Und dieses Momentum oder treiben wir so weit, wie es geht halt. Ne? Das ist auch so ein Punkt. Wir arbeiten auch nicht so groß mit Zielen oder sowas. Wir können halt einfach, also wir holen, versuchen jeden Tag, tagtäglich das Maximum rauszuholen. Ja, das ist so das, was uns begleitet. Und das begleitet uns eigentlich auch schon immer so. Und wir arbeiten auch wahrscheinlich auch entgegen dem Trend sehr viel nach Gefühl. Ja, also es ist jetzt auch beim Pricing, also auch wenn wir gewisse Produkte bepreisen und ich merke, ich müsste eigentlich vielleicht zwei, also jetzt ne, auf einen 30-Euro-Artikel vielleicht 10% mehr nehmen, sagen wir auch gerne mal, okay, nee, wir gehen auf 29,99, weil irgendwie das ist der Preis. Mehr darf es nicht kosten. Und wir hatten auch mal eine Zeit vor ein paar Jahren, wo wir sehr, sehr, sehr akribisch nach Zahlen und Meeting und jede Woche alles besprechen und so weiter. Das haben wir jetzt vor 1,5 Jahren wieder komplett gecuttet, weil wir auch, also vor dieser 1,5 Jahren Zeit, wo wir gedacht haben, okay, wir müssen mehr, ne, reden, wir müssen mehr Meetings machen und so weiter, wo wir gemerkt haben, funktioniert nicht halt. Also es ist super jetzt, vielleicht jetzt sind alle im Boot und jeder weiß so ein bisschen, was zu tun ist. Das war irgendwie für uns nicht zielbringend. Das war überhaupt war ganz im Gegenteil, es war eigentlich eher bremsend. Und jetzt sind wir wieder sehr, sehr, sage ich mal, deutlich freier in der Entscheidung, zum Beispiel der Produktbepreisung, was in den Newsletter reinkommt, was eingekauft wird. Ja, also auch zum Teil kaufe ich derzeit Waren ein, die, so sage ich mal, über unser Budget gehen. Nur, was wir halt sehen, ist, wenn wir so agieren, dass sich der Weg dorthin halt ebnet und es dann, ja, also. Wie soll ich sagen? Viele würden sagen, ja, das kann doch nicht sein oder ne, das stimmt doch nicht, aber wo wir halt, ne, also jetzt vor kurzem haben wir zum Beispiel eine Position gekauft, das waren 60.000 Teile Donnerwetter. und das ist eigentlich eine Sache, wo wir dachten, puh, das ist schon, also solch eine große Position auf einen Schlag haben wir noch nie eingekauft. Und wir haben dann gedacht, okay, der Deal passt, wenn sie, ne, wir haben ihnen dann ein Angebot vorgelegt, also dem Lieferanten, wenn er das akzeptiert, dann soll es so sein. Und er hat es dann halt schlussendlich, also ne, er hat dann auch fast einen Monat erstmal mit der Nähe, ist zu wenig und so weiter und so fort. Schlussendlich kam es dann zu dem Deal und war eine gute Entscheidung. Wieso? Weil also ich bin eigentlich jemand, der das auch sehr sportlich sieht, im Kontext, dass ich sage, okay, man sollte immer wieder Reize setzen, ne, so wie man seinen Muskel oder was auch immer einen Reiz setzt. Dadurch, dass wir diesen Stock gekauft haben, haben wir jetzt unsere Lagerflächen vergrößert. Wir haben jetzt am Mittwoch, nee, letzte Woche, also am 1.11. zwei Personen im Lager eingestellt, werden im Office noch aufstocken. Also wir wachsen dadurch. Ja, Also verstehe. ein Teil durch Dinge, die halt passieren, also Möglichkeiten, die einem geboten werden und teils, weil wir dann auch müssen. Halt, ne? Man ist an den Zugzwang. Also wir müssen jetzt diesen Stock abfertigen, dafür brauchen wir mehr Personen. Das heißt, wir müssen dann auch ergo auch mehr verkaufen. Und, seitdem wir wieder auf diesem Modus laufen, ja, zieht es gefühlt weiter Position an. Also wir kriegen noch mehr Angebote zugesendet von Lieferanten. Und ja, es läuft dann so ein bisschen einfach, ja, wahrscheinlich kann man heute so Neuenglisch irgendwie sagen oder Neudeutsch im Flow. Also wir sind halt sehr gut im Flow gerade und ja, so arbeiten wir gerade halt. Ja, das ist schön zu hören. Ich denke mal so, ihr habt durch eure starke Orientierung im Punkto Kundenservice einen guten Blick für den Markt entwickelt und das ist natürlich etwas, was eure unternehmerische Fähigkeit dann ausmacht, dass ihr versteht, was der Markt braucht. Und das ist sehr, sehr hilfreich und wichtig, ne? Eine andere Frage ist, Fatih, jetzt seid ihr zusammen, drei Geschwister und so, aber das auf der anderen Seite erfordert ja auch sehr viel Arbeit und so etwas aufzubauen. Das ist natürlich auch sehr zeitintensiv. Wie schaffst du es, dein Privatleben und dein berufliches Leben so in Balance zu halten oder miteinander zu kombinieren?
Da muss man wahrscheinlich die anderen Familienmitglieder fragen, weil man selbst immer sagt, ja, an sich ist alles super. Ja, okay. Als Unternehmer so in der Regel, aber also ich würde sagen, es ist gut halt, ne? Also es gab, also man muss dazu auch sagen, dadurch, dass es das jetzt auch fast 20 Jahre ist, oder über 20 Jahre, war eine ganze Zeit lang, ich habe halt auch nebenbei noch studiert und so weiter, Okay. war das halt, also ich kenne es gar nicht anders, sagen wir es mal so halt. Also ich bin auch keiner, der jetzt irgendwie groß, zumindest jetzt, es hat sich ein wenig geändert, aber in den letzten, davor die, ich sag mal, 15 Jahre, groß jetzt Urlaub oder irgend sowas gemacht hat, obwohl ich es hätte machen können, ja. Also ich konnte ja mehr Ja. oder weniger, als dann irgendwann das Lager stand und auch Mitarbeiter da waren, hätte man ja mit Laptop und so weiter von überall aus arbeiten können. Aber ich bin die ganze Zeit in Goslar geblieben. Das ist halt auch so ein Punkt, ich glaube, oder ich würde sagen, da gibt es jetzt so keine Initialanleitung für. Sollte dann jeder für sich selbst finden. Und das ist halt auch findbar, weil das ist halt auch so ein Argument, wo ich halt, was halt viele immer so sagen, so, oh nee, Selbstständigkeit, das würde ich niemals machen, das könnte ich gar nicht. Ich will halt, ne, meinen Feierabend haben, dann und dann. Das ist möglich, das ist auch in der Selbstständigkeit möglich. Ja, also ich kann rein theoretisch, wenn das natürlich vorab geplant ist, dann irgendwann auch sagen, okay, diese Woche arbeite ich gar nicht. Aber bei mir ist es halt einfach so, also ich liebe das, was ich tue, halt, das ist einfach meine Leidenschaft. Ich arbeite, zum Beispiel jetzt gestern war Sonntag, ich habe gestern auch, ich habe mich dann, weiß gar nicht, um 15, 16 Uhr bin ich in so, also ich wohne hier im Prenzlauer Berg, hier gibt es coole Cafés und so weiter. Und das genieße ich auch und bin dann halt in so einem Café, habe meinen Laptop mitgenommen und habe dann da von da aus bis irgendwie 18, 19 Uhr gearbeitet. Ich nenne es auch gar nicht Arbeit, ehrlich gesagt. Also man sagt es halt Ja, einfach, weil es so, genau. weil man so sozialisiert worden ist, es ist halt einfach Ja, meine Leidenschaft. genau. Wenn ich irgendwo auch unterwegs bin, auch privat, schreibe ich mir oft per E-Mail Notizen, wenn mir gerade instant irgendwas einfällt. Ja, Das ist ja. halt, ich glaube, man kann da, also in meinem Fall Ja. kann man da nicht mehr so unterscheiden. Ja, du trennst es nicht so genau, Das ist so der sondern es Punkt bei ist mir. für dich eine Sache, die zusammengehört und macht dir Freude. Und das merkt man auch, ja, also prima, ja. Ja, auf der anderen Seite Ja, gibt das es ist, also natürlich. ich glaube, das ist halt, als wenn man das halt. Bitte. Ja, Nee, bitte. also vielleicht noch einmal eine kurze Ja, Sache. gerne. Ich war halt vor kurzem, also ich hab einen 6-jährigen Sohn und die Herbstferien sind jetzt vor kurzem zu Ende gegangen. Genau. Und das war jetzt letzte oder vorletzte Woche Montag, dann bin ich dann halt auch spontan ins Reisebüro, weil ich dachte mir, okay, es ist möglich, sage ich jetzt mal einfach finanziell. Und dass man dann halt einfach, also am Montag für Donnerstag eine Reise bucht. Ja, und dann sind wir dann halt, ne, damit, also ne, hatte ich ja am Donnerstag oder für Donnerstag gebucht. Wir sind dann da hingeflogen, haben da halt eine Woche Spaß gehabt. Ich habe auch gearbeitet, ja, wenn man so wieder will, oder bin meiner Ja. Leidenschaft nachgegangen. Und da hatte ich dann auch jemanden am Strand jemanden kennengelernt, der meinte, ja, musst du arbeiten oder wie? Und ich meinte so, nee, ich darf. Und dann meinte er, wie? Und dann sind wir ins Gespräch gekommen und dann meinte er, ganz ehrlich, also ich mache es gerne halt. Also ich im Umkehrschluss, ich würde mich, also ich frage mich, wie diese Person da irgendwie am Strand 8 Stunden sind und die ganze Zeit irgendein Buch lesen. So 2 Stunden, okay. Ja, aber so jetzt irgendwie die ganze, oder einfach 8 Stunden in der Ruhe liegen, das wäre mir viel zu langweilig halt. Also Ja, deswegen danke. mache ich dann gerne irgendwie 1, 2 Stunden. Und ja. Danke für die Ausführungen. Da kann man das besser verstehen. Das ist halt deine Lebenssicht dazu. Und ja, das ist schön auch zu hören, weil es gibt ja nicht nur ein Modell. Also wir Menschen sind unterschiedlich und unternehmerisch tätig zu sein, das ist dann ein Antrieb, den du halt auch ständig spürst und dann einteilst. Unternehmerisch tätig sein erfordert auch, dass man sich weiterbildet, gerade 20 Jahre, dass da so viel passiert. Wie machst du das eigentlich, dich weiterzubilden, up to date zu halten? Also im Grunde sind es eigentlich so die gängigen, oder was heißt gängig, also ein paar Newsletter, die so, ne, von Wirtschaftsleuten oder E-Commerce-Leuten jetzt in meinem Fall oder Modeleuten sind, das lese ich mir durch. Aber dass ich jetzt so groß irgendwie Bücher zu dem Thema lese oder ähnliches, muss ich sagen, ist nicht der Fall. Das ist bei mir nicht der Fall. Ich würde mal auch sagen, einfach auch eher der Praxistyp, also der ist eher auch einfach so von meinem Naturell her so macht, dass ich es über die Praxis versuche, mir beizubringen.
Ja, also lesen und so ähnlich ist klar, immer mal so ein paar Zeitschriftgeschichten, sowas. Aber dass ich jetzt, ich meine, ich weiß, viele Unternehmer meinen, das Buch gelesen zu haben, die 4-Tage-Woche, die das, schnelles Denken, langsames Denken, wobei das habe ich in der Tat gelesen, schnelles Denken, langsames, das würde ich auch jedem empfehlen, das ist wirklich sehr, sehr gut. Ich hatte mir, wie gesagt, ich lese selten Bücher, aber das Buch, da dachte ich mir, das muss man eigentlich jedes Jahr einmal lesen, weil man sonst wieder in seine alten Gewohnheiten verfällt, ja, oder ein Entscheidungsmuster. Aber ich bin auch der Meinung, derzeit ist es halt auch, insbesondere auch zum Beispiel durch Social Media, durch YouTube, durch Podcast, durch all, was ja auch per se erstmal super ist. Man kann sich viele Infos holen. Nur bin ich der Meinung, dass insbesondere Leute, die oder Personen oder Unternehmer, die gerade anfangen oder anfangen wollen, auch ein bisschen dann gefangen sein können in dieser Fülle an Informationen und dass diese Fülle an Informationen lehnt, versus man fängt jetzt einfach auf einem weißen Blatt Papier an und macht jetzt einfach den Online-Shop und hört nicht jetzt auf Fatih, auf Dominikus oder auf den, auf das. Ne? Irgendwann, klar, holt man sich diesen Rat gerne. Aber man sollte auch irgendwie einfach erstmal anfangen. Damit Weil. bist du auch gleich bei einer der noch folgenden Fragen, und zwar, worauf deiner Meinung nach jemand achten sollte, wenn ein Unternehmen gründet. Und das haben wir ja jetzt auch aus dem Interview rausgehört. Das Tun ist ganz wichtig, ja, wie du es beschreibst, ne? Ins Tun kommen, ja. Ja, das ist so ein Punkt, das mache ich, wie soll ich sagen, teils auch ungern, weil meine Geschichte wird nicht deine sein und deine ist nicht meine. Klar, man Richtig. kann miteinander, ne, sich austauschen und vielleicht sagen, okay, Ja. die GmbH-Gründung hättest du vorher irgendwie mit einer Holding machen können und so weiter, um dann und so weiter. Also klar, es gibt definitiv, ne, aber andererseits machen auch diese Fehler, ja, oder Learnings, die man hat, sofern sie einen nicht irgendwie umbringen, sind es halt die, die einen ausmachen. Also auch in dieser Zeit hatte ich auch eine Zeit, wo ich oder wo wir halt massiv auf die, ja, wenn man so will, auf die Fresse geflogen sind. Also wir haben ja, also auch eine sehr oder eine Zeit, die nicht super war. Nur jetzt heute darauf rückblickend, wo mir auch viele geraten haben, ey, hör damit auf. Ja, also muss ich sagen, ist es eine sehr lehrreiche Zeit gewesen, eine sehr, sehr lehrreiche. Ja, also und das was ich was hätte man dann, also auf diesen Fehler falsch machen hätte können, wäre aufzuhören. Das ist halt auch, wenn ich so einige Menschen halt kennenlerne hier in Berlin, die mal unternehmerisch aktiv waren und dann sagen, oh, hör mir bloß auf mit der Selbstständigkeit. Ich habe da damals mal das gemacht. Letztens vor kurzem habe ich einen, der hat ein Catering, ist damit auf die, ja, hat anscheinend damit ja finanziell dann irgendwie Schwierigkeiten gehabt oder Schulden. Und ich meinte halt zu ihm, ich bin ganz bei dir, also ich hatte eine ähnliche Situation, aber der Punkt ist, wenn man genau dann, wo es dann, wo man diesen Verlust hatte, aufhört, dann hast du verloren. Ja. Wenn du dann weitermachst mit diesem Know-how, dann kannst du, wahrscheinlich wirst du diesen Fehler nicht noch einmal machen oder nicht noch mal in dieser Dimension. Ich sag mal, wenn du 10.000 verloren hast, dann wirst du 1.000 verlieren und nicht 10.000, weil du hast dieses Learning gezogen. Der Fehler beginnt erst dann, wenn du dann stehen bleibst und sagst, hier, ich schiebe das jetzt beiseite, das ist nichts für mich. Das mache ich nicht mehr. Das zieht sich eigentlich durchs ganze Leben. Das hat gar nichts mit Unternehmer sein oder Ähnliches zu tun. Ja, also von mir ist jetzt irgendwie eine gescheiterte Ehe oder so. Ja, wenn man sagt, oh, um Gottes Willen mit der Frau, hör mir auf mit den Frauen halt. Ne? Das macht ja eigentlich auch keiner halt. Ne? Man sucht sich dann irgendwie nach ein, zwei, drei Jahren, was auch immer, wieder eine Frau, ein Mann, was auch immer, je nachdem, auf was man steht. Aber bei diesem Unternehmertum ist das oder selbstständig sein, ist das so ein bisschen einmal angefasst, einmal verbrannt, dann nicht nochmal. Und ich glaube, das ist halt auch mit, wenn man so will, mit einigen Gerichten, die einem zum ersten Mal nicht schmecken. Bei mir war es zum Beispiel Sushi. Ja, also ich habe es lange nicht gegessen, weil es dann nicht mag. Aber dann isst du es und irgendwann kommst du auf den Geschmack. Und ähnlich ist es, glaube ich, auch mit dem Unternehmerdasein. Also aus den Fehlern lernen und den Mut haben, weiterzumachen, weil du dann nicht von null, sondern von deinen Erfahrungen aus eben weitermachst. Ja, das ist ein sehr schöner Beitrag, Fatih. Vielen Dank dafür. Zum Schluss möchte dir gerne eine Frage stellen. Welche Frage habe ich dir eigentlich nicht gestellt, aber du hättest sie dir gewünscht? Oh, das ist eine gute Frage. Keine Ahnung. Hast du noch eine Frage da? Also mir fällt jetzt keine ein. Nein, also wenn das nicht der Fall ist, dann danke ich dir sehr. Ja, ich denke, es ist sehr wichtig, solche Erfahrungen zu hören.
Und wir von Business Spotlight Deutschland sind froh, dass du an dieser Serie hier teilgenommen hast. Für dein Unternehmen und für deine zukünftigen Tätigkeiten wünschen wir dir von Herzen viel, viel Erfolg weiterhin. Ja, vielen Dank. Auch super, dass ihr dieses Format macht. Also was ich halt auch, also danke erstmal für die Einladung. Ja, gerne. Was ich, vielleicht keine Frage, aber worüber ich mich freuen würde, ist, wenn das, oder die Person, die das sich anschauen, dass sie halt, was ich auch schon gesagt habe, einfach ins Machen kommen. Einfach, fang einfach an. Ja. Du wirst Fehler machen. Es ist völlig normal. Also wenn ich, ja, also auf meinem Weg, wie viel Learnings ich da gezogen habe, Ja. und wie oft mir auch Personen oder halt, sei es Freunde oder Familie, ja, das sei mal auch dahingestellt. Der Punkt ist, mach es einfach, zieh es einfach durch. So, das ist so das, was ich dazu sagen kann. Egal, weil es wird jeder irgendwas sagen. Ja. Von Eltern bis Freunde bis Freundin bis wer auch immer. Jeder weiß irgendwas besser oder schlechter oder was. Ja. Aber es ist einfach, wenn das Gefühl einem sagt, go for it, dann Attacke. So, das ist mein, was ich vielleicht jetzt so, mein Schlusswort dazu. Dankeschön, Dankeschön, Fatih, und alles gut, viel Erfolg dann weiterhin. Ja, Ja, danke schön. vielen Vielen Dank. Dank.